Austin Ortega ist der Top-Torschütze des ERC Red Bull München. 15 Saisontore und es ist das Aufeinandertreffen der beiden besten Bulli-Spieler. Alex Friesen gegen Ben Street. Bei Bremerhaven die Augen auch auf Jan Urbas gerichtet, zuletzt mit seinem 100. Tor in der DEL. Spitzenspiel in München. Die Münchner in den dunkelblauen Trikots in der dritten Minute mit früher Eiszeit für die vierte Reihe. Das ist Philipp Wareika mit tollem Auge für Konrad Abelshauser. Und das ist die Münchner Führung. Das 1:0 durch den Verteidiger. Drittes Saisontor für Abelshauser und das wirklich phänomenal eingeleitet durch Wareika. Zuletzt gegen Bietigheim ja noch unter den Torschützen. München klar dominant im ersten Drittel. Dann aber diese Szene. Aus den Birken rutscht aus und Urbas sagt Danke. Schiebt einen zum Ausgleich 1:1. Ein Riesen-Fauxpas für Aus den Birken, der da am liebsten im Eis verschwunden wäre. Sieht da alles andere als glücklich aus. München trotzdem weiter besser. In Überzahl in der 11. Minute. Jonathan Blum, nächstes Verteidigertor. Und München verdient wieder in Führung. Scheibe läuft gut. Und dann nehmen zwei eigene Mitspieler Maxwell die Sicht, sodass die Scheibe einschlägt. 17. Minute. Wieder München. Die Reihe um Street auf dem Eis. Parks, Tiffels und wieder Street. 3:1. Für München. Das geht dann zu schnell für die Defensive der Fishtown Penguins, die nur zuschaut, nur hinterher schaut und gar nicht mehr weiß, was Sache ist. München zuletzt immer wieder mit Startschwierigkeiten. Heute die Mannschaft von Don Jackson mit einem exzellenten ersten Drittel. Das zweite Drittel und da hat München die Chance aufs vierte Tor. Maxwell kommt diesmal raus und dann ist Parks frei vor dem Tor, aber Maxwell macht seinen Fehler wieder gut. Er ist schnell genug zurück und kann den Schuss von Parks mit dem Schlittschuh zur Seite abwehren. Das Spiel dreht sich jetzt so ein bisschen. Bremerhaven zwar viel in der Defensive, kommt jetzt aber immer wieder raus und zwar schnell. Werlitsch auf Philipp Brugisser. Der Verteidiger mit einem Superschuss zum 2:3. Nachverpflichtet von den Bremerhavenern schon mit seinem 9. Saisontor im 20. Spiel. Die Vorarbeit von Werlitsch, er jetzt in den letzten 7 Spielen mit 10 Scorerpunkten. Was für ein unglaublicher Lauf. München bekommt dann 2 Strafen, nachdem sie eigentlich selbst in Überzahl waren. Dann also 3-4 Unterzahl für die Münchner. Das ist die Szene. Trevor Parks mit hohem Stock und ein Rückspiel mit der Hand von Ben Smith beim Bulli, die für die Strafen sorgen. Und diese Überzahl nutzen die Bremerhavener dann aus. Sieger Jeglitsch mit seinem Schuss ins kurze Eck zum 3:3 Ausgleich. Da ist für Danny Austenbirken mal gar nichts zu machen. Erst geht die Scheibe immer wieder hin und her und dann denkt sich Jeglitsch, nee, so geht's. Rein ins Tor und Bremerhaven ist zurück nach 2 Toren Rückstand. Jetzt der Ausgleich. Thomas Popisch also kann vor allem mit der kämpferischen Einstellung seiner Mannschaft äußerst zufrieden sein. Wir gehen in die Schlussphase des Spiels schon. Die letzten Sekunden des dritten Drittels. Und da hat Patrick Hager nochmal die Chance für München, das Ding zu entscheiden. Mit tollem Move zieht vors Tor, wird dann aber den Schuss nicht mehr los. Und das bedeutet, das Spiel geht in die Verlängerung, wo Don Jacksons Mannschaft in dieser Saison wirklich keine Spezialisten sind. Nur einmal bei 5 Anläufen gewonnen. München hat von dieser Verlängerung mehr Chancen, aber laufen dann in den Konter die Münchner. Philipp Brugisser, da war doch was, der hatte schon getroffen und der trifft nochmal zum 4:3 Siegtreffer für die Bremerhavener. So das Ganze entstanden, Ortega bleibt hängen mit seinem Schuss, Urbas mit Riesenpass und Brugisser macht's zum Sieg für Bremerhaven. Freddy Tiffels, der Münchner, mit einem Erklärungsversuch für die Niederlage. Ja, hatten die Mehrzahl an Chancen, haben das Ding einfach nicht reinbekommen. Spielbestimmt das ganze Spiel über. Ich glaube, auch in der Overtime, weiß nicht, 4,5 Minuten die Scheibe gehabt. Chance nach Chance und im Endeffekt macht Bremerhaven das Tor. Well, yeah, they definitely had a better first than us, but I thought we battled hard in the second and just tried to, you know, keep our game simple. And we know that they pinch and they pressure every puck. So if we played well, we knew we would get some chances eventually just getting pucks by them. Bremerhaven richtig gut drauf. Das ist der dritte Sieg in Folge für den Tabellen-Siebten.
Nicht so gut läuft es bei den Münchnern. Das ist die fünfte Niederlage aus den letzten 6 Partien. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.